Ich habe mir einige Gedanken zu der Corona-Krise gemacht und darüber, wie wir damit umgehen. Und die Gedanken möchte ich hier einmal mitteilen. Mein Name ist Dr. Ottmar Sensen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Vorab möchte ich betonen, dass es sich hierbei um meine ganz persönliche Meinung handelt. Bitte halten Sie sich an die behördlichen und gesetzlichen Vorgaben. Das ist ganz wichtig, das ist meine persönliche Meinung. Ich nutze hier mein Recht zur freien Meinungsäußerung. Was ist Corona? Das Coronavirus, das brauche ich nicht nochmal erklären, das geht überall durch. Das ist ein Virus, was es in anderen Formen schon sehr lange gibt. Das ist halt ein mutiertes Virus, ein neues Virus, was von der Fledermaus auf wahrscheinlich ein Schuppentier übertragen worden ist und dann von dem Schuppentier auf diesen chinesischen Lebendtiermärkten auf den Menschen übergesprungen ist. Wie wird das Coronavirus übertragen? Inzwischen weiß man sehr genau, dass es sich bei der Übertragung vom Coronavirus um eine reine Tröpfcheninfektion handelt. Professor Streeck hat in einem Haushalt in der Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg eine Untersuchung gemacht. Das ist ja der Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen überhaupt. Und er hat in einem Haushalt, wo 5 Infizierte gewohnt haben, 5 hochinfektiöse Patienten, hat er Abstriche von Türklinken genommen, von Wasserhähnen, von Möbelgriffen, von allen Oberflächen, die im täglichen Leben ständig berührt werden. Und er konnte in keiner dieser Proben feststellen, dass dort überlebensfähige Viren waren. RNA, Viren-RNA, also das Erbgut dieser Viren, konnte er nachweisen, aber in keinen der Proben hätte das einen Menschen infizieren können. Die anderen Untersuchungen, die gelaufen sind, waren künstliche Anschmutzungen von Oberflächen und da konnten länger Viren nachgewiesen werden. Überlebensfähige Viren nachgewiesen werden, aber an Oberflächen, die wirklich von Infizierten berührt worden sind, nicht. Das heißt, es ist eine reine Tröpfcheninfektion. Was macht jetzt ein Mund- und Nasenschutz, mit dem sehr viele Menschen auf der Straße rumlaufen? Viele benutzen diesen Mund- und Nasenschutz, weil sie Angst haben, sich selbst zu infizieren. Und da hat so ein Mund- und Nasenschutz, der womöglich noch selbst genäht ist aus relativ dünnem Stoff, nur eine sehr geringe Wirkung. Ich will nicht sagen überhaupt keine Wirkung, aber eine geringe Wirkung. Es gibt auch eine schöne Untersuchung zu, dass ein Mund- und Nasenschutz zum Beispiel aus einem T-Shirt-Stoff genäht, nur etwa 50% der Partikel, die auf diesem Mund- und Nasenschutz auftreffen, rausfiltern. Das heißt also 50% der virenbelasteten Tröpfchen kämen gegebenenfalls durch diesen Mund- und Nasenschutz durch und würden den Menschen dann doch infizieren. Viel wichtiger ist so ein Mund- und Nasenschutz, um andere Menschen nicht zu infizieren. Denn wenn man hustet oder spricht oder niest, dann ist die Wirkung in die andere Richtung deutlich geringer. Wenn beim normalen Ausatmen kleine Wassertröpfchen in der Atemluft bis zu 1,5 Meter weit kommen und beim Niesen sogar noch weiter kommen, wenn mit hohem Druck die Lunge die Luft aus der Lunge rauspresst. Das wird dann ganz deutlich abgebremst auf wenige Zentimeter. Also da in diese Richtung ist der Schutz dieser selbstgenähten Mund- und Nasenschutze sehr gut. Diese chirurgischen Mund- und Nasenschutze haben auch eine begrenzte Wirkung, weil die nicht seitlich komplett abschließen oder auch hier unten nicht komplett abschließen, nicht ganz dicht machen. Das heißt, da besteht schon auch noch eine Gefahr der Infektion. Aber wenn man diesen Mundschutz richtig anwendet, wird die Gefahr der Infektion ganz drastisch reduziert, weil man das schon so anlegen kann, dass es recht eng anliegt und die Filterwirkung dieser Mund- und Nasenschutze schon sehr gut ist. Also da ist die Gefahr sehr gering. Eigentlich sind die dafür gemacht, dass eben, deswegen heißen die chirurgischer Mund- und Nasenschutz, dass ein Chirurg bei einer Operation nicht Bakterien aus dem Mund, aus der Nase in die Wunden hinein übertragen kann. Dafür sind die eigentlich gemacht
Und da ist die Filterwirkung auch 100%. Sonst könnte man die bei Chirurgie, bei offenen Wunden nicht anwenden. Diese FFP2-Masken oder FFP3-Masken, die haben allerdings wirklich eine fast 100%ige Filterwirkung. Da kommt so gut wie nichts durch. Was helfen Handschuhe? Wenn man, also man sieht immer mehr Menschen mit Handschuhen rumlaufen. Was helfen diese Handschuhe? Diese Handschuhe helfen nichts. Das kann man ganz einfach so sagen. Es ist eine reine Tröpfcheninfektion. Das heißt, man müsste wirklich direkt, wenn jemand mit sehr feuchten Händen, also ins Gesicht fasst, feuchte Hände hat, da sind die Viren drauf, fasst etwas an, dann müsste man sofort diese feuchte Oberfläche anfassen, damit man lebende Viren auf der Hand hat und die dann sofort quasi in seinen Mund tun. Macht man in aller Regel nicht, selbst wenn man eine Türklinke anfasst, wie gesagt, da sind keine lebensfähigen Viren drauf und geht sich sofort danach in den Mund, hat man jede Menge Bakterien, jede Menge Viren wahrscheinlich im Mund, aber nicht das Coronavirus. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, also auch die ganzen Maßnahmen, Desinfektion vor Supermärkten und all diese Dinge haben in Bezug auf Corona überhaupt keine Wirkung. Es ist schön, dass es gemacht wird, nett, dass es gemacht wird, aber für die Corona-Infektion ist es eigentlich sinnlos. Wie gefährlich ist jetzt dieses Coronavirus in Wirklichkeit? Wir werden fast jedes Jahr mit neuen Viren bombardiert. Das sind eigentlich immer neue Viren, denn sonst könnten die sich ja nicht verbreiten, sonst wären wir ja schon immun. Und wir hatten vor 2 Jahren eine Grippewelle in Deutschland, das Influenza-Virus. Das war mindestens genauso gefährlich, wahrscheinlich sogar gefährlicher. Und wir haben auch schon einige andere angebliche Pandemien durchgemacht. Das SARS-Virus, das erste gefährliche Coronavirus, haben wir auch überstanden und das hatte in etwa die gleiche Gefährlichkeit wie das Coronavirus, womit wir jetzt zu kämpfen haben. Es gibt auch eine Untersuchung aus Frankreich, was diese Viren, die wir schon hatten, mit diesem Coronavirus vergleicht. Und die Sterblichkeitsrate bei dem jetzigen Coronavirus ist nicht höher als bei den anderen Coronaviren, die wir schon kennen. Dass die Sterblichkeit nicht höher ist, heißt nicht, dass es nicht doch ein bisschen gefährlicher sein kann. Das Virus scheint etwas ansteckender zu sein, sodass schwere Fälle dann häufiger auftreten, weil sich viel schneller sehr viele Menschen mit diesem Virus infizieren können. Aber die Gefährlichkeit, wenn man infiziert ist, ist nicht größer als von anderen Viren, die wir schon kennen. Also da brauchen wir eigentlich gar keine Sorgen zu haben. Die Sterblichkeitsrate liegt auf jeden Fall unter 1% und nicht, wie wir befürchtet haben zu Beginn dieser Pandemie, dass die Sterblichkeitsrate bei 3-4 oder noch höher Prozenten liegt. Also die Sterblichkeit liegt unter 1%. Was Professor Streeck jetzt rausgefunden hat in Gangelt, liegt die Sterblichkeit bei, ich glaube, 0,3% der Infizierten, also drastisch unter 1%. Und wenn man dann noch eine Dunkelziffer der Infizierten von etwa 10 annimmt, dann hätten wir sogar eine Sterblichkeit von nur 0,03%. Also eine sehr, sehr geringe Sterblichkeit. Von dem Influenza-Virus oder an dem Influenza-Virus sind 2016, 2017, als diese Influenza-Epidemie war, da sind über 25.000 Menschen dran verstorben. Also da war die Gefährlichkeit eigentlich höher als bei dem jetzigen Virus. Warum sind in anderen Ländern andere Sterblichkeitsraten zumindest vorerst veröffentlicht worden? In Italien zum Beispiel sind nur die Menschen getestet worden, die schon krank ins Krankenhaus gekommen sind. Und die krank ins Krankenhaus kommen, haben ja schon einen schweren Verlauf.
Und wenn man die dann testet, von denen, die ins Krankenhaus gestorben sind, waren sehr viele intensivpflichtig und also die mussten auf einer Intensivstation behandelt werden und sind dann auch verstorben. Und das verschiebt die Zahl natürlich sehr stark in Richtung Sterblichkeit. Wenn man auch da die Dunkelziffer genommen hätte, und die hätte man wahrscheinlich noch wesentlich höher ansetzen müssen als Faktor 10, wie es in Deutschland gemacht wird, wenn man da also das berechnet hätte und getestet hätte, wie sieht denn überhaupt die Durchseuchung in der Bevölkerung aus, also wie viele Infizierte haben wir wirklich in der Bevölkerung, wäre auch da von vornherein die Sterblichkeit deutlich geringer gewesen. Warum kommt es denn überhaupt, dass in Italien so viele Menschen, so viele alte Menschen gestorben sind? Das Coronavirus ist wirklich nur gefährlich für ältere Menschen. Je älter, desto gefährlicher, kann man sagen, weil dann auch die Vorerkrankungen immer häufiger sind. Kleine Kinder haben so gut wie gar keine Probleme und haben oft noch nicht mal Krankheitssymptome. Das heißt also, die hohe Sterblichkeit ist in Gebieten, wo eine höhere Altersstruktur ist, deutlich höher. Und das war in Italien, in der Lombardei, ohnehin der Fall. Da muss man sich jetzt fragen, warum gibt es denn in Deutschland so vergleichsweise wenige Tote? Das hat viele Ursachen und viele davon werden auch erst in den nächsten Monaten oder Jahren noch genau erforscht werden müssen. Eine Besonderheit in Deutschland ist, dass wir pro 100.000 Einwohner vergleichsweise sehr, sehr viele Intensivbetten haben. Wir haben pro 100.000 Einwohner 34 Intensivbetten, normal, die nicht alle frei sind, aber wir haben diese 34 Intensivbetten zur Verfügung. Und momentan sind es sogar über 40, weil ja noch sehr viele Intensivbetten dazu geschaffen worden sind. Es sind Operationssäle zu Intensivstationen umgebaut worden, sozusagen anders eingerichtet worden. Da sind ja auch Beatmungsgeräte, die man für Operationen braucht. Also haben wir momentan über 40 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. In Holland zum Beispiel hat man nur 8 Intensivbetten. Und in Frankreich, glaube ich, 12 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Wenn jetzt tatsächlich 20 Schwerstkranke, die auf einer Intensivstation gepflegt werden müssen, 20 Schwerstkranke ins Krankenhaus eingeliefert werden, dann müssen in Holland die Ärzte 12 Patienten beim Sterben zusehen und können nichts machen. In Frankreich müssen die immer noch 8 Patienten beim Sterben zusehen und können nichts machen. Und in Deutschland steht noch die Hälfte der Intensivbetten frei. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum in Frankreich und in Italien, da sieht es mit der Anzahl der Intensivbetten nicht anders aus, warum da so viel mehr Menschen versterben, die schon schwer krank ins Krankenhaus kommen. Ein Grund ist die Altersstruktur, das hatte ich schon gesagt, dass bei alten Menschen ohnehin die Vorerkrankungen schon höher sind, dass die sehr viel häufiger sind, die Vorerkrankungen. Und da hat man auch Untersuchungen gemacht. Wenn man überhaupt keine Vorerkrankungen hat, dann haben auch alte Menschen nicht so ein hohes Risiko zu versterben. Wenn man eine Vorerkrankung hat, zum Beispiel eine Herz-Kreislauf-Schwäche, dann hat man schon ein etwas höheres Risiko. Aber 60% der Patienten, die verstorben sind, der alten Menschen, die verstorben sind, hatten 2 oder mehr entscheidende Vorerkrankungen, zum Beispiel eine Lungenfehlfunktion und Diabetes, einen Herzinfarkt, der noch nicht lange her war und Diabetes, eine Lungenfunktionsstörung und ein Herzinfarkt, all solche Sachen, Schlaganfall spielt da wohl auch eine Rolle. Also deswegen alte Menschen und man vermutet, dass Luftverschmutzung einen ganz deutlichen Einfluss darauf hat, weil die Lungenfunktion durch Luftverschmutzung über einen sehr langen Zeitraum auch eingeschränkt werden kann. Und in der Lombardei soll wohl die Luft nicht besonders gut sein durch die viele Textilindustrie, die dort angesiedelt ist. Und in New York vermutet man, dass als 9/11 die
beiden Twin Tower eingestürzt sind, dass da sehr viel Asbest, Feinstaubasbest freigesetzt worden ist. Also das vermutet man nicht, das weiß man. Halt sehr viel, sehr hohe Mengen in sehr feinen Stäuben dieses Asbest freigesetzt worden ist und die Menschen das dann eingeatmet haben. Und die Menschen, die damals 40 bis 60 Jahre alt waren, sind eben jetzt 60 bis 80 Jahre alt, also gehören schon eher zu der älteren Gruppe, plus durch Asbest vorgeschädigte Lungen und dadurch eine sehr hohe Sterblichkeit in New York. Zudem kommt auch da dazu, die haben einfach nicht so viele Intensivbetten. Um sich einmal zu überlegen oder klarzumachen, wie viele Menschen an dem Coronavirus versterben, das hört sich immer so dramatisch an, es sind schon so und so viele Menschen daran verstorben. Pro Tag sterben in Deutschland im Durchschnitt 2500 bis 2700 Personen. Das kann man in Statistiken nachlesen, das kann man sich aber auch ganz einfach selbst überlegen. Wenn wir eine Einwohnerzahl von 80 Millionen haben, 80 Millionen Menschen, wir werden ungefähr 80 Jahre alt. Das heißt, es werden dann jedes Jahr etwa 1 Million Menschen geboren und etwa 1 Million Menschen versterben, sonst wird es nicht aufgehen, über den großen Daumen. Und das sind pro Tag, wenn man das umrechnet, ungefähr 2700 Menschen, die ganz normal in Deutschland jeden Tag versterben. Und die Medizinstatistiker schauen dann ganz genau nach, wenn eine solche Kurve steil nach oben geht, woran kann es liegen? Das nennt man dann Übersterblichkeit. Woran kann es liegen, dass wir im Moment eine erhöhte Sterblichkeit haben? Und dann wird nach den Jahreszeiten geguckt und in aller Regel ist das dann irgendwas Februar bis April, das ist die Grippesaison. Und dann weiß man, jawohl, da schlägt das Grippevirus zu. Ältere, schwächere Menschen überleben das Grippevirus schlechter oder ein anderes Erkältungsvirus schlechter als der Rest der Bevölkerung. Und deswegen haben wir im Frühjahr eine ganz normale Übersterblichkeit. Das heißt also mehr als 2700 Personen pro Tag. Und im Sommer und im Herbst haben wir eine sogenannte Untersterblichkeit, auch ganz normal. Weil der Sommer, wenn es nicht zu heiß und zu trocken ist, das den Körper nicht so stark belastet wie ein Grippevirus. Und in der momentanen Situation haben wir es tatsächlich geschafft, jetzt in der Grippesaison eine Untersterblichkeit zu erreichen. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger Tote pro Tag, als wir normalerweise im Jahresdurchschnitt haben. Also da kann man schon mal sagen, Hut ab, hat alles funktioniert. Wenn das Virus jetzt gar nicht so gefährlich ist, wie man sagt, warum sagen wir dann immer, Mund- und Nasenschutz rettet Leben? Das höre ich immer wieder, Mund- und Nasenschutz rettet Leben, kauft nicht den Markt leer. Es hat einen ganz einfachen Grund, der rettet nicht direkt, sondern eigentlich indirekt Leben. Wenn das medizinische Personal, was an vorderster Front ist und gegebenenfalls ganz viele Corona-infizierte Patienten behandeln muss, sich dann auch infiziert, dann wäre nach 2 Wochen, wenn die Inkubationszeit um ist, wären die Stationen leer, wären keine Pfleger, keine Krankenschwestern mehr da, keine Ärzte mehr da, die die kranken Patienten behandeln können. Und wenn dann 30.000 Intensivbetten leer stehen, aber nur 15.000 gepflegt werden können, dann haben wir ein Problem. Und dann müssen womöglich Menschen versterben, weil keine Krankenschwestern da sind. Das heißt also, der Mundschutz rettet Leben, aber nicht direkt, nicht für den, der es trägt, nicht für den, der im Bett liegt, sondern einfach indirekt rettet der Leben, dass das Personal einsatzfähig bleibt. Das ist der einzige Grund, warum sich das Krankenhauspersonal bei der Pflege von Corona-Patienten sehr gut schützen muss. Nicht, weil es selbst daran versterben könnte, das wäre eine riesengroße Ausnahme, sondern weil es einfach präsent sein muss, weil es nicht krank werden darf, damit es andere pflegen kann. Man kann auch nicht einfach das Personal von den Intensivpflegestationen ersetzen durch,
durch anderes Krankenhauspersonal. Man könnte ja sagen, Mensch, jetzt werden ganz viele Operationen abgesagt. Dann haben wir doch Krankenschwestern über, die können wir doch dafür nehmen. Das funktioniert leider nicht ganz so einfach, weil die Intensivpflege schon eine andere Ausbildung ist als die Ausbildung einer normalen Krankenschwester. Also man kann nicht einfach eine Krankenschwester oder eine OP-Schwester einfach nehmen und sagen, so, du setzt dich jetzt da hin und machst jetzt die Intensivpflege. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, das müssen wirklich schon die Ausgebildeten da sein und da bleiben und gesund bleiben, die dafür ausgebildet sind. So, wie ist denn die derzeitige Lage in Deutschland? Die Zahlen kann man sich auch alle ansehen. Wir hatten vor ein paar Tagen noch 5.000 Neuinfizierte pro Tag. Und bei 5.000 Neuinfizierten pro Tag kann man davon ausgehen, dass nach etwa 14 Tagen 4.950 von diesen 5.000 Neuinfizierten als genesen quasi gelten, als entlassen gelten. Und ja, so schlimm und traurig das ist, an dieser Krankheit versterben Menschen bei angenommenen 5.000 Neuinfektionen, dann bei einer angenommenen Sterblichkeit von 1%, was schon sehr hoch ist, werden 50 Menschen daran versterben. Der aktuelle Stand aber ist, da gibt es von dem Robert-Koch-Institut auf der Internetseite eine schöne Statistik. Der aktuelle Stand ist, dass wir momentan nur noch 2000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag haben. Und das ist weit, weit, weit unter dem, was wir annehmen an Neuinfektionen, wenn das Krankenhaus, wenn die Krankenhäuser volllaufen und dann die Patienten nicht mehr behandelt werden können. Der Wert liegt nämlich bei 40.000 Patienten pro Tag, die sich neu infizieren können. Wenn man dann davon ausgeht, 5% müssen intensivpflichtig behandelt werden, dann stößt unser System absolut an die Grenzen. Und bei 2000 Infizierten, naja, Langeweile werden die nicht gerade haben auf den Intensivstationen, aber von erhöhter Arbeitsbelastung durch das Coronavirus kann da momentan noch nicht die Rede sein. In meiner Heimatstadt in Bochum sieht es so aus, dass wir wenn ich das richtig verfolgt habe, seit etwa einer Woche keine einzige Neuinfektion mehr hatten. Also überhaupt keine. Wir haben momentan noch 114 infizierte Patienten. 114 bei, ich glaube, 380.000 Einwohner hat Bochum. Haben wir 114 Infizierte. Den prozentualen Anteil habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist sehr, sehr wenig. Also man muss in Bochum schon fast Glück haben, wenn man einem Infizierten auf der offenen Straße über den Weg laufen will. Wenn wir wirklich keine Neuinfektion die letzte Woche über hatten und wenn wir auch die nächste Woche keine Neuinfektion hatten, dann sind wir in Bochum mit dem Thema Corona durch. Denn dann gibt es keinen Infektiösen mehr, der irgendjemanden anstecken könnte. Dann wären wir im Prinzip durch mit dem Thema. Gut, da müsste man die Stadtgrenzen von Bochum dicht machen, dass von außen keiner mehr reinkäme. Ist nicht ganz realistisch, aber im Prinzip hätten wir dann hier das Ganze überstanden. Und wenn die anderen Gemeinden, Städte, Kreise das dann auch schaffen würden, die Infektionsrate unter 1 zu drücken, wir sind jetzt, glaube ich, offiziell bei 1,2 bis 1,4 bundesweit im Durchschnitt. Wie gesagt, Bochum dürfte deutlich unter 1 sein. Und wenn wir es schaffen, das komplett unter 1 zu drücken, dann haben wir das Virus quasi besiegt. Wenn das Virus gar nicht so schlimm ist, wie immer behauptet wird, warum sind denn dann so drastische Maßnahmen ergriffen worden? Da kann man ganz einfach sagen, man wusste es nicht besser. Wir haben Horrorzahlen aus Italien bekommen, wir haben Horrorzahlen aus China bekommen und dann macht man so etwas, um die Bevölkerung zu schützen. Da habe ich absolutes Verständnis für, wenn man dann sieht, exponentielles Wachstum, ein Infizierter steckt drei andere an. Das heißt also, die Kurve schießt wirklich nach oben weg und
auch wenn wir sehr viele Intensivbetten haben, auch unsere Intensivbetten sind begrenzt. Das heißt also, wir können dann wirklich auch in Probleme reinlaufen. Und dann sind diese Maßnahmen wirklich gerechtfertigt. Was aber jetzt passieren muss, nachdem wir wissen, dass das Virus nicht so gefährlich ist, wie gesagt wurde, und dass eben jetzt auch das Frühjahr dabei hilft, das Virus zu bekämpfen und zu besiegen. Die Wärme, man hält sich draußen auf, man lüftet die Räume besser, UV-Strahlen kann das Virus nicht wirklich vertragen. All diese Dinge führen dazu, dass im Sommer eben die Grippe und auch sonstige Infektionen durch Coronaviren drastisch abnehmen. Jetzt, wo wir das alles wissen, sollten wir ganz schnell anfangen, meiner Meinung nach, wieder zurückzurudern. Wir brauchen eine gewisse Herdenimmunität, damit das Virus nicht wieder über uns rüberschwappen kann. Und dafür müssen wir jetzt im Prinzip ganz schnell sorgen. Und in dem Fall, die Stärksten sind die Kleinen. Was sonst immer die Schwachen sind, sind in dem Fall die Stärksten. Das heißt, wir müssten als erstes, meiner Meinung nach, das ist wie gesagt meine ganz persönliche Meinung, wir müssten als erstes ganz schnell die Kindergärten aufmachen, Kindertagesstätten aufmachen und die Grundschulen wieder aufmachen. Und wenn dann da quasi eine Infektionswelle durchgeht, ist das nicht weiter schlimm, denn die Kinder überstehen so eine Infektion, wie gesagt, oft ohne jegliche Symptome. Und natürlich werden diese Kinder dann höchstwahrscheinlich auch ihre Eltern anstecken. Aber kleine Kinder haben in aller Regel auch junge Eltern. Und auch die werden die Infektion dann ziemlich problemlos überstehen. Man darf dann vielleicht mal für längere Zeit Oma und Opa nicht besuchen, aber das ist ja auch jetzt schon so. Und wenn wir das gemacht haben, natürlich dann auch die höheren Klassen bis hin zu den Abiturjahrgängen und auch eventuell dann die Universitäten wieder aufmachen, weil auch da junge, kräftige Menschen sind, die so eine Infektion fast klaglos überstehen. Das wären für mich die ersten Schritte, die unbedingt gemacht werden müssten. Dann als nächstes, meiner Meinung nach, um die wirtschaftlich katastrophalen Folgen für die Geschäfte, für den Einzelhandel aufzufangen, aufzuhalten, die Geschäfte müssen wieder öffnen dürfen. Wenn man das beschränkt auf 3-4 Kunden pro Geschäft bei einer Geschäftsgröße von, weiß der Himmel nicht was, 100 Quadratmetern. Es gibt sehr viele kleine Geschäfte hier in Bochum, die haben ohnehin nie mehr als 3-4 Kunden gleichzeitig im Geschäft und kommen damit irgendwie so über die Runden. Für die ist das halt eine ganz große Katastrophe momentan. Und wenn man das darauf beschränken würde, auf so und so viele Kunden, dann könnten die überleben und könnten ihr Geschäft wieder aufmachen. Und auch große Geschäfte. Es wäre für einen Saturn, Mediamarkt, C&A und wie sie alle heißen, ich möchte da keinen ausnehmen, wäre es mit Sicherheit überhaupt kein Problem, die Eingänge bis auf einen Eingang zu schließen, vielleicht ein Drehkreuz reinzumachen für den Eingang, für den Ausgang. Es werden die gezählt, die reingehen, werden die gezählt, die rausgehen. Und wenn, sagen wir mal, 1000 Kunden im Geschäft sind bei entsprechender Ladenfläche oder 500 oder wie man es auch festlegen mag, dann wird einfach zugemacht. Dann muss man warten, bis jemand rauskommt, damit man reingehen kann. Auch den Geschäften, die haben zwar einen relativ großen finanziellen Rückhalt, aber ewig halten diese großen Geschäfte das auch nicht durch. Die müssen auch verkaufen. Die Gastronomie. Es gibt auch kleine Gastronomiebetriebe, die bei mir hier gegenüber hat so ein kleiner Gastronomiebetrieb aufgemacht, der, das kostet alles ein irres Geld, was der da reingesteckt hat an Theken, an Kühltheken, an Kochstationen und sonstigem. Und die Bank will ihr Geld weiter haben, die Kredite laufen weiter oder Leasingverträge laufen weiter, womöglich noch Gehalt für Mitarbeiter, das läuft alles weiter. Und auch die Kosten, die man selbst zu Hause hat, Krankenversicherung und all sowas, alles Fixkosten, die da sind und keine Einnahmen. Wenn die ihr Lokal jetzt wieder öffnen dürften
Und die haben, so wie ich das gesehen habe, ohnehin oft ihr Geschäft nur halb besetzt. Dann nehmen sie halt die Hälfte der Tische raus und zwingen die Leute dazu, sich auseinanderzusetzen. Und schon können diese Geschäfte wieder arbeiten und wieder wirtschaften und wieder Geld verdienen. Also das wären Schritte, die meiner Meinung nach dringend, ganz schnell gemacht werden müssen, damit es wieder weitergeht. Ein Fehler wird nicht dadurch besser, dass man ihn weiter begeht. Wir müssen die ganze Sache so schnell wie möglich beenden. Was sind denn die Folgen dieser ganzen Maßnahmen, dieser ganzen Diskussion, öffentlichen Diskussionen, die bis jetzt so stattgefunden haben? Also einmal klar, die wirtschaftlichen Sachen von den Geschäften, die jetzt pleite gehen, weil sie keinen Umsatz mehr machen. Ich weiß nicht, ob Handwerker noch so viel zu tun haben. Das sind alles Dinge, da kenne ich mich nicht aus. Nur wenn man sich halt mal Gedanken macht, dass vielleicht eine Familie mit zwei Verdienern, Mutter und Vater, müssen arbeiten gehen, um sich vielleicht das kleine Häuschen leisten zu können, wo sie so gerne drin wohnen, oder vielleicht auch nur die Mietwohnung sich leisten können, aber auch gerne einmal im Jahr mit ihrer kleinen Familie in Urlaub fahren können, und deswegen müssen beide arbeiten gehen, und jetzt kriegen beide auf einmal nur noch 60% oder 67% ihres Gehaltes. Das heißt, es fallen 33% bis 40% des Einkommens weg. Das ist für viele nicht verkraftbar. Im ersten Monat sagt man vielleicht noch, okay, dann können wir nicht in Urlaub fahren. Aber den zweiten Monat, das muss man sich einfach mal überlegen. 40% des Gehaltes sind weg. Das ist eine Hausnummer. Und was es noch zur Folge hat, und das ist für mich eigentlich das Wichtigere bei dem Ganzen: Die Menschen haben Angst, an Corona zu versterben. Wenn man draußen auf der Straße guckt, wie die Leute sich verhalten, es ist einfach so, es wird nicht 2 Meter Abstand gehalten, es wird auf 5 Meter Abstand gehalten, bloß damit man nicht in die Nähe eines anderen Menschen kommt. Und in aller Regel, ich habe mich mit einigen ein bisschen unterhalten, nicht weil sie Angst haben, jemand anders zu infizieren, dafür sind diese Abstandsregeln eigentlich nur, sondern weil sie Angst haben, sich selbst zu infizieren und schwerst zu erkranken. Und wenn wir das dann Menschen sagen, die 30, 32, 34 Jahre alt sind und sportlich sind, durchtrainiert sind, nicht rauchen, nicht trinken, einen gesunden Lebensstil haben, dann weiß ich, es ist etwas Falsches in die Köpfe der Leute eingepflanzt worden. Und deswegen für mich auch eins, was sofort gemacht werden müsste, ist, den Leuten zu vermitteln, klar zu machen: Es geht nicht um euer Leben. Es geht um, wenn überhaupt, um das Leben der alten Menschen. Denn das sind die weitaus meisten, die an Corona verstorben sind, und gegebenenfalls noch Leute mit entsprechenden Vorerkrankungen. Das heißt, Leute mit schwerem Asthma oder einer anderen schweren Lungenerkrankung oder einem ganz stark geschwächten Immunsystem. Um die Leute geht es und nicht darum, dass sich Menschen daran infizieren und dann auf den Schlag versterben. Und das sitzt aber in den Köpfen der Leute drin. Das ist durch die Mainstream-Medien einfach so nach vorne gebracht worden. Und wenn man immer wieder Bilder sieht von komplett eingehüllten Menschen, die irgendwo Abstriche machen, dann muss man ja glauben, oh Gott, das muss mindestens so gefährlich sein wie das Ebola-Virus. Und das muss man den Leuten endlich klar machen, dass das eben nicht so ist. Der einzige, und oft sehe ich die Sendung sehr kritisch, die da im ZDF läuft, Markus Lanz, das ist der einzige, der sich immer wieder kritische Stimmen einlädt zu seiner Talkshow. Die einzige Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, die darüber auch mal kritisch berichtet. Ich höre immer wieder von den wahren Helden in dieser Krise. Die wahren Helden sind die Supermarktverkäuferinnen, die trotz Corona-Infektionsgefahr durcharbeiten, die ihre Gesundheit riskieren und damit impliziert ihr Leben riskieren, um uns Lebensmittel zu verkaufen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, das sind für mich nicht die Helden, die machen nur ihre Arbeit.
Und wenn die sich infizieren, dann werden die krank. Dann kriegen die eben eine Grippe. Genauso wie die Jahre zuvor auch. Also die werden krank und damit ist gut. Das einzige Risiko, was ist, wenn jetzt wirklich ein ganzer Laden sich infiziert und krank zu Hause liegt, dann können wir unser Essen nicht mehr kaufen. Das ist die große Gefahr. Und deswegen haben die an den Supermarktkassen, damit die Supermärkte weiter aufbleiben können, damit sich das Personal nicht infiziert, deswegen haben die an den Supermarktkassen diesen sogenannten Spuckschutz aufgestellt. Dieser Spuckschutz, finde ich, ist sowieso eine, naja, okay, ich war jetzt hier in einer Apotheke, ich brauchte schlichtweg Heftpflaster und war in der Apotheke und die Apothekenangestellten, die sind systemrelevant, die müssen da bleiben, damit die Leute ihre Herzmedikamente kaufen können oder was auch immer für Medikamente. Die hatten einen Spuckschutz, wo man zwischen Kasse und dieser Glasscheibe ungefähr so einen Spalt hatte. Bei größeren Tabletten sehe ich schon Schwierigkeiten, wie die da durchkriegen wollen. Die hatten einen Spuckschutz, die hatten einen Mund- und Nasenschutz, sie hatten Schutzbrillen und Handschuhe an. Also man kann es auch übertreiben. Aber deswegen, das sind für mich nicht die Helden. Die machen einfach nur ihre Arbeit. Genauso wie das medizinische Personal. Was machen die momentan? Die haben teilweise Langeweile. Ob auf den Intensivstationen, kann ich nicht beurteilen. Aber andere Krankenschwestern, ich habe mich mit zwei Krankenschwestern unterhalten, die haben Angst, dass sie Kurzarbeit anmelden müssen und dann weniger Geld kriegen. Also jetzt schon dem medizinischen, dem Pflegepersonal einen Bonus von 1.500 Euro zu versprechen, weil sie in der Krise so toll gearbeitet haben, das sehe ich nicht. Die haben nicht mehr gearbeitet als sonst. Sie machen schlichtweg ihre Arbeit. Kann sich vielleicht noch ändern, ich hoffe nicht, aber momentan machen die schlichtweg ihre Arbeit, mehr nicht. Ob die nicht vielleicht generell zu wenig bezahlt werden, zu gering entlohnt werden für ihre Arbeit, für Schichtdienst, für Wochenenddienst. Sie müssen auch Weihnachten da sein, wenn eigentlich keiner von uns arbeiten möchte. All diese Dinge, die dafür vielleicht mehr verdienen sollten, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, was sie verdienen, die Pflegekräfte. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, aber ich vermute mal, da könnte man durchaus was drauflegen. Aber jetzt für die Krise einen Bonus zu bezahlen, momentan, finde ich, ist das nicht notwendig. Wer sind denn nun die wirklichen Helden in der Krise? Für mich sind die wirklichen Helden in der Krise eigentlich alle, die sich an diese Vorgaben gehalten haben. Alle, die zu Hause geblieben sind, alle, die Homeoffice machen und da in sehr ungewohnter Umgebung, vielleicht noch durch Störungen der Kinder, weil die können ja nicht in die Kitas, trotzdem alles geben, um ihre Arbeit zu Hause zu verrichten. Das sind für mich die richtigen Helden, denn die haben mit dafür gesorgt, dass sich das Coronavirus nicht ausbreitet und jetzt wie hier in Bochum quasi verhungert, weil keiner mehr da ist, den es anstecken kann. Alle die auf soziale Kontakte verzichtet haben, die sich zurückgehalten haben, die nicht mehr feiern gegangen sind. All die Menschen, das sind für mich die wahren Helden in dieser Krise. Was sollte sich denn meiner Meinung nach in Europa und in Deutschland jetzt ändern nach der Krise? Weil aus einer Krise, aus einer solchen Situation kann man ja auch immer etwas lernen. Für mich wäre wichtig zu lernen daraus, dass wir ohnehin immer auf alte und kranke Menschen achten sollten. Warum achten wir nur darauf, dass es denen gut geht, wenn eine vermeintlich tödliche Gefahr da ist? Also vielleicht immer etwas mehr auf diese Menschen achten und ein bisschen mehr auf die eingehen, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Es braucht nicht dafür eine Krise. Was sich meiner Meinung nach ändern könnte, wäre das Händeschütteln. Wofür ist das Händeschütteln da? Das ist eine Begrüßung, um zu zeigen, man ist Freund, man tut sich nichts Böses gegenseitig. Und das kann man aber auch anders machen. Es gibt Länder, da wird es so gemacht, es gibt Länder, da wird es so gemacht. Warum nicht auch in Deutschland? Denn übers Händeschütteln, wenn auch nicht Corona, aber über das Händeschütteln werden sehr viele Keime übertragen. Und das kann man
direkt unterbinden, indem man jetzt vielleicht diese Krise zum Anlass nimmt und sagt, Hände schütteln ist eigentlich nicht notwendig. Desinfektionsmittel in Supermärkten. Eigentlich gar nicht so verkehrt zu sagen, wir stellen Desinfektionsmittel auf und jeder Kunde, der reinkommt, sollte sich die Hände desinfizieren. Denn wenn dann Kunden hingehen und sagen, oh, wie ist denn dieser Apfel und diese Paprika und diese Banane, da werden auch Bakterien übertragen auf die Lebensmittel. Wir waschen die hinterher mit Wasser ab. Viele dieser Keime sind aber, können durch Wasser gar nicht unbedingt entfernt werden. Und gut, dann essen wir die, wenn wir vielleicht gerne rohe Paprika mögen. Also Hände desinfizieren am Eingang vom Supermarkt, keine schlechte Sache für die Zukunft, das vielleicht immer zu tun. Genauso in Krankenhäusern. Wenn wir in Krankenhäuser oder in Pflegeeinrichtungen gehen, Hände desinfizieren. Dafür müssen die allerdings auch voll sein. Die Desinfektionsmittelspender habe ich auch schon erlebt auf dem Weg zu einem Kranken. Erst der vorletzte, an dem ich vorbeigelaufen bin, und das Krankenhaus war verdammt groß, das Josefshospital in Bochum. Wer es kennt, weiß, das ist ein sehr großes Krankenhaus. Erst der vorletzte Spender war befüllt, alle anderen davor waren leer. Sowas sollte sich in Zukunft, wenn es dann wieder Desinfektionsmittel gibt, natürlich auch ändern. Und dann bitte Leute, wenn ihr ins Krankenhaus geht, desinfiziert euch die Hände. Es werden, wenn auch nicht Corona, sehr viele Keime über die Hände übertragen. Das muss nicht sein. Und was wir vielleicht auch lernen könnten aus dem asiatischen Raum, wenn man sich anschaut, in Japan ist die Krise auch nicht so groß, obwohl die nicht so hohe Restriktionen haben wie wir Deutschen oder wie in Europa. Die Asiaten tragen alleine aus Höflichkeit, wenn sie meinen, dass sie erkältet sind, einen Mundschutz. Einen Mundschutz, um andere nicht zu infizieren. Und das fände ich eine tolle Sache, wenn so etwas in der Art auch in Europa salonfähig würde, dass man in der Erkältungszeit, wenn man erkältet ist, sich einen Mundschutz auch auf der Straße aufsetzt, im Bus aufsetzt, in der U-Bahn, in Geschäften, wo es eng ist, dass man dann einen Mundschutz trägt, um andere nicht zu infizieren. Einfach aus Höflichkeit und Respekt den anderen gegenüber. So, damit bin ich am Ende von meinen Gedanken über die derzeitige Lage der Corona-Krise. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, die ich mir gebildet habe aus den Zahlen, aus den Fakten, die ich mir aus dem Internet gesammelt habe. Alles, was ich gesagt habe, kann man durch ganz einfaches Googlen innerhalb von Sekunden selbst finden. Die Untersuchungen, die Belege dazu kann man selbst sich anschauen. Da ist also nichts irgendwie groß Geheimnisvolles dran oder irgendwie Ersponnenes. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich glaube nicht daran, dass die Chinesen das auf den Markt gebracht haben, weil die jetzt hier auf große Einkaufstour gehen können und halb Deutschland die Betriebe wegkaufen können. An sowas glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das war eine überschießende Reaktion der Regierung. Das war wie eine Art Schneeballeffekt, einer hat angefangen und es wurden immer mehr und immer mehr. Meine ganz persönliche Meinung, halten Sie sich an die gesetzlichen Vorgaben, halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Es ist zu Ihrem Schutz und wenn auch nur zu dem Schutz Ihres Geldbeutels. Das war's, ich bedanke mich fürs Zusehen, es war ein ziemlich langes Video. Bis dahin, bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen, Dr. Ottmar Sensen.